Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Mal eine ganz andere Perspektive hier. Heute Abend ist Mädelsabend. Wir treffen uns heute zu fünft und wollen Spieleabend machen. Und die eine Freundin probiert heute das erste Mal aus eine also Spaghetti mit einer Nuss-Bolognese. Die andere Freundin macht veganes Erdbeer-Panna-Cotta. Und ich habe gesagt, ich bringe irgendeinen frischen Salat mit. Ich habe hier einmal Feldsalat mit Radieschen. Dann kommen da später noch Pinienkerne rein. Und das hier ist ein Orangen-Pfeffer-Dressing. Das habe ich aus frisch gepresstem Orangensaft gemacht. Die zwei Sachen mache ich aber erst kurz vorm Servieren hier drüber, weil der Feldsalat sonst so zusammenfällt. Als ich in meinem letzten Vlog gezeigt habe, was wir für Blumen draußen auf der Terrasse stehen haben, bin ich auch gefragt worden, was denn mit der Pusteblume ist, die ich letztes Jahr gebastelt habe. Die steht hier in der einen Funk hier drinne. Und hier fehlen halt noch ein paar Schirmchen. Ich werde die aber von dem Blumentopf dann hier rüber setzen. Ich habe die nur nicht gleich hier drüben reingemacht, weil unser Kater im Sommer öfters mal hier auf den Baum drauf geklettert ist und dann ist er wieder hier runtergesprungen. Und da habe ich mir gedacht, wenn dann hier die Pusteblume hier drin steckt, nett, dass er sich verletzt oder so beim Runterspringen. Da nun unser Kater Cavallo leider nicht mehr bei uns ist, kann er ja da auch nicht runterspringen und deswegen werde ich die dann halt versetzen. Einigen von euch ist auch aufgefallen, dass ein neues Nähmaschinchen bei mir eingezogen ist. Das ist der neue Schnellnäher von Brother, die PQ1600S. Ich liebäugel ja schon länger mit einem Schnellnäher. Und die ist letzte Woche bei mir eingezogen. Ich habe auch schon was drauf genäht. Und zwar, Moment, wo habe ich das liegen? Hier und hier. Einmal für meine Schwiegermama die Slingback 2.0. Das ging durch wie Butter. Und ich war mit Zuschnitt von dem Kork und allem, also mit dem kompletten Zuschnitt, und dem Nähen, das hat gerade mal 2 Stunden gedauert. Die näht so schön. Es geht mir gar nicht darum, dass die schnell nähen kann. Also die kann 1500 Stiche die Minute machen. Aber so unheimlich präzise. Und das Nähgefühl ist ein ganz anderes als wie auf einer Haushaltsnähmaschine. Dann habe ich aber auch noch dünnen Stoff genäht. Und zwar habe ich ja im letzten Vlog gezeigt, dass meine Schwiegermama dieses Kissen haben wollte. Hier, dieses Kissen und dazu so eine passende Kissenhülle. Und da habe ich gestern Abend hier eine Kissenhülle mit Hotelverschluss genäht. Und auch diesen dünnen Stoff, also man kann da richtig durchschauen, ne? Den habe ich hier genäht, weil hier gerade weiß aufgefädelt war. Da musste ich nichts umfädeln, habe ich gedacht, ach komm, dann probierst du auch gleich mal so einen dünnen Stoff aus. Einwandfrei. Man kann hier auch, also man hat hier die Möglichkeit, noch 4 Einstellungen zu machen. Also das geht dann um die Transportzähnchen hier. Ich weiß nicht, doch die Kamera, das sind die Transportzähnchen. Und das hier ist dann die Stichplatte. Einmal für einen schweren Stoff, für normale Stoffe, für schwierige Stoffe. Hier wird nämlich gleichzeitig noch so eine Nadeltransporteur gibt es dann noch. Und hier kann man die Transportzähnchen ganz wegklappen, wenn man zum Beispiel Freihandsticken machen möchte. Also hier um die Transportzähnchen geht es dann. Und dann kann man auch noch hier passend dazu, seht ihr hier die Farben, also dieses Pink, Blau und Grün. Das sind hier die Farben. Dementsprechend stellt man dann den Nähfußdruck ein. Hier ist so ein roter Knubbel und den kann ich verdrehen und dementsprechend stelle ich halt den Nähfußdruck ein. Ich habe mit den verschiedenen Einstellungen jetzt noch nicht rumgespielt, aber die 2 Sachen, die ich damit genäht habe, die liefen einwandfrei. Ich kann hier noch den Oberfaden, also die Oberfadenspannung einstellen und unten an der Spule, das hat ja eine Metallspule, also hier den Tisch kann ich abmachen und
dann komme ich hier an die Metallspule dran und an der kann man auch noch die Unterfadenspannung einstellen, also direkt an der Spule. Wie ihr seht, die hat keinen Freiarm. Das Chassis ist komplett aus Metall, also wirklich richtig robust. Sie kann nur geradeaus nähen, also ich kann auch nicht die Nadelposition nach links oder nach rechts verschieben. Dafür habe ich halt hier noch die Einteilung, wenn ich unterschiedliche Nahtzugaben habe. Da kommt gerade unsere Flausch, ich glaube, sie hat Hunger. Futter ist noch im Napf, Madame. Genau, also hier muss ich mich dann hier dran orientieren, hat aber einen automatischen Fadenabschneider und ich kann sagen, wenn die Maschine stoppt, dass die Nadel entweder im Stoff oder oben stehen bleiben soll. Das ist meine Rückwärtstaste, hier kann ich noch einen Kniehebel dran befestigen und das sind die Stichlängen und die gehen bis 7,0. Ich bin bis jetzt schon begeistert, wie gesagt, das Nähgefühl ist ein ganz anderes, aber auch das Nähen. Also es ist keine große Umstellung von der Haushaltsnähmaschine zu einem Schnellnäher, aber doch eine kleine, die man halt selber auch machen möchte. Also wenn einem an der Haushaltsnähmaschine schon zu viele Knöpfe sind oder man da weder mit dem Nähfußdruck, Fadenspannung oder irgendwas einstellen möchte, dann ist ein Schnellnäher dann nichts, weil da halt ja wirklich gute Ergebnisse kommen, weil man halt an gewissen Stellschrauben noch so präzise drehen kann. Dann habe ich noch was genäht und zwar hat sich die Godi von meinem Mann noch einen Rucksackbeutel gewünscht. Sie hat sich den Stoff letztes Jahr auf dem Stichtag bei Tante Poppins gekauft und sie wollte für einen Urlaub gerne, also die hat mir den Stoff erst dieses Jahr gegeben, sie wollte für einen Urlaub gern eine Tasche haben, die sie halt so tragen kann und aber auch als Rucksack oder Turnbeutel. Und das ist ja meine 2-in-1 Tasche. Also dazu habe ich ja schon ein Video gedreht. Das verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Und das habe ich die Woche auch noch fertig gemacht. Ich nehme euch mal wieder mit in die Küche. Ich möchte nämlich was Neues ausprobieren. Und zwar in der Heißluftfritteuse gebackenen Blumenkohl. Dafür habe ich hier 60 Gramm Mehl, 120 Milliliter Wasser, ein bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Zwiebelpulver und ein bisschen Salz schon zu so einem Teig verrührt. Den Blumenkohl habe ich hier in kleine Röschen schon geteilt, dass die ungefähr alle die gleiche Größe haben. Und die Röschen kommen jetzt hier in den Teig und dann der Deckel drauf. Und dann wird geschäkt. So. Jawohl, ja. Das hat sich jetzt hier alles richtig schön um den Blumenkohl drumherum verteilt. Und das kommt jetzt in die Heißluftfritteuse. Ich denke aber, dass man die Heißluftfritteuse danach so richtig gut sauber machen muss, weil ja ein bisschen was von dem Teig jetzt runtertropft. Aber wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne. Ich verteile das jetzt alles noch mal ein bisschen, dass hier nicht so viel übereinander liegt. Bei 200 Grad für 8 Minuten, dann schütteln und noch mal 6 Minuten reingeben. Und in der Zwischenzeit mache ich so eine Art Soße, Marinade und da kommt Folgendes rein. Agavendicksaft, Zitronensaft, Sojasauce, geröstetes Sesamöl und dann habe ich hier Worcester Worcester Soße, das ist vegane. Und dann hier noch Speisestärke. Ach, und Wasser kommt noch rein. Da
könnt ihr einfach mal gucken. Bei manchen steht drauf, dass es vegan ist. Oder ihr schaut euch mal die Zutatenliste an, weil in der Original Worcester, Worcester Soße, da sind Sardellen drin. Ich schreibe euch das Rezept auch nochmal unter das Video in die Infobox. Und wenn ich es hinkriege, vielleicht blende ich euch das hier auch nochmal ein. Dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Also was haben wir hier? 2 Esslöffel Honig, 4 Esslöffel Sojasauce, 1 Knoblauchzehe. Wir haben hier so tiefgefrorenen Knoblauch. Da machen wir jetzt einfach noch ein bisschen was rein. So, reicht. Dann ein Spritzer Limettensaft oder Zitronensaft halt. Spritzer. Ach, ich mache einen Esslöffel dran. Ich mag Zitronensaft am Essen. 1 Esslöffel geröstetes Sesamöl. 1 Teelöffel Worcestershire-Sauce. So. 100 Milliliter Wasser. Und 1 Teelöffel Speisestärke. Und das Ganze soll dann aufgekocht werden. Und während das hier aufkocht und ich auch noch hier warten muss, mache ich mir noch einen Gurken-Radieschen-Frühlingszwiebelsalat mit einem Sahnedressing. So, und jetzt noch mal 6 Minuten. Zeit ist um. Ich will mal reinschauen. Das sieht aber gut aus. Und aber auch mal reinpieksen. Das muss noch ein bisschen. Ich mache das noch mal 4 Minuten rein. So, oh, ja, jetzt sieht das gut aus. Und über den Blumenkohl soll jetzt noch die Soße gegeben werden. Dann schütte ich die mal hier um. Ach, sieht auch gar nicht so schlimm aus. Nur da unten ist so ein bisschen was von dem Teig. Das sieht doch richtig lecker aus. Aber wichtig ist ja, dass es nicht nur lecker aussieht, sondern auch lecker schmeckt. Also Taste-Test. Der Blumenkohl ist durch. Das war auch gut, dass ich das nochmal die 4 Minuten länger drin gelassen habe. Ich denke, es kommt halt drauf an, wie groß man die Röschen schneidet. Die Soße ist lecker, nur mir fehlt noch Schärfe. Deswegen werde ich mir jetzt einfach noch ein bisschen was von der Sriracha drüber machen und dann lasse ich es mir schmecken. Guten Hunger! Das Mittagessen war sehr lecker. Was heißt Mittagessen? Wir haben jetzt 4 Uhr. Wir waren nämlich den ganzen Vormittag unterwegs. Wir waren einkaufen. Unter anderem haben wir was für die Terrasse gekauft und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich wollte ja hier für die Ecke noch so ein Pflanzenregal haben und da habe ich jetzt so ein halbrundes hier hingestellt
Und dann haben wir noch hier den kleinen Mann gekauft. Hier fehlt jetzt aber noch eine Blume. Ich habe nur schon mal den Topf dahingestellt. Ich kaufe mir dann einfach noch was. Hier hinten zwei Pilze, die sind jetzt in den Funkchen drin. Und dann habe ich mir hier noch so einen Stecker gekauft und die habe ich hier drüben hingemacht. Ich gehe jetzt aber wieder rein. Die Sonne trüb. Es ist so kalt. Letzte Woche war es noch so warm. Und jetzt, ich habe mir gerade eine Wärmflasche gemacht. Ich habe so eiskalte Hände. Na dann. Okay, ich denke, der Vlog ist auch lang genug geworden. Ich werde ihn jetzt hier beenden. Morgen bin ich nämlich den ganzen Tag bei Tanja. Wir wollen Nädelskram machen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein. Und bis zum nächsten Mal.